Das ist ein roter Punkt. Oh, ich hab's Dienstgebiet ausgerüstet, unabsichtlich. Dann geben wir mal das Paket ab. Das sind der Laufbursche für die von Crass. Erstmal durch die Ödnis. Kurz mal aufs Handy geguckt, ob es da was Neues gibt, wo nö. Ein Red Reason Skorpion. Der Vorteil ist jetzt, weil wir die vierte Spezialfähigkeit ausgerüstet haben, haben wir. Ach, nur ein Red Skorpion. Haben wir den Vorteil, dass, halt Wissenschaft jetzt erstmal nicht längere Zeit nicht, ausrüsten müssen, hochpowern müssen. Da wird mir schon als neutraler Punkt auf der Karte angezeigt, da hinten steht er. Hallöchen. Sind Sie von den Van Graffs gesandt worden? Bin ich. Haben Sie das, worum wir Sie gebeten hatten? Ich habe es hier. Dann ist unser Geschäft abgeschlossen. Sagen Sie Ihren Vorgesetzten, dass ich Sie bald kontaktieren werde. Wird gemacht. Ich glaube, wir berichten, dass das Paket übergeben wurde. Kann man da nicht auch drauf kommen da oben? Ich möchte ganz kurz hier hin, weil hier ein Punkt zum Entdecken ist. Ich höre die ganze Zeit Lautsprecher durchsagen. Da liegen auf jeden Fall Leichen. Für einen Crash-Schläger. Meins. Aschehäufchen. Nehmen wir alles mit. Rabeldanz geplünderte Karawane. Noch einer hier? Nein. Dann können wir bald zurück. Die Kampfrüstung könnten wir anlegen. Ist besser. Ja. Da ist noch ein Aschehäufchen. Da sind noch mehr von Quatsch. Wache der Wache der kaminroten Karawane. Dann kein Schläger, die sind wohl hier aufeinander getroffen. Kampfrüstung. Kann ich mit meiner, die ich gerade trage, reparieren. Erstmal wieder in die Modus und jetzt in die Stadt wieder. Bist du der nächste Typ? Ist einfacher, als wenn man das Außentor von Freeside immer geht. Dann muss man durch komplett Freeside laufen. Ist schön, dass ich von Kraft beklaut habe und keiner hat es gemerkt. Ein bisschen das Spiel ausgetrickst. Wenn man versteckt ist, darf man Sachen klauen. Oder beziehungsweise kann man Sachen klauen, ohne entdeckt zu werden. Würde da erkennt stehen und ich das alles mache, dann ist da drin Party. Und live. Trotzdem wieder gekratzt. Durstig, hungrig, geil. Da ging der Plasma, Pistolen, Granaten. Wir haben alles im Silver Rush. Sie wollen jemanden tot sehen? Schade. Wirklich tot? Schauen Sie im Silver Rush vorbei und wir geben Ihnen, was Sie brauchen. Ich hätte gehofft, sie sagt jetzt, ich glaube, es ging hungrig, durstig, geil. Ah, ich darf ohne Waffen abgeben jetzt rein. Oh, ich bin zu weit gelaufen. Wo sind denn eure Waffen hin? Willkommen zurück. Haben Sie neu? Ich habe das Paket Wiggewitch ausgeliefert. Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Wie haben Sie reagiert? Er meinte, Sie würden bald von gut, ihm gut. hören. Gut, hier ist Ihre Bezahlung. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss noch ein paar Dinge durchdenken. Oh, Jean-Baptiste erwähnte da eine Sache, bei der er Hilfe braucht. Ich sagte, Sie stünden zur Verfügung. Gehen Sie zu ihm, um Einzelheiten zu erfahren. Ja, noch mehr Aufträge.
Schade. Oh. Immer noch erkannt. Ah, nach Ihnen habe ich gesucht. Ihr Name ist vor kurzem in einem Gespräch gefallen. Meine Schwester ist bisher sehr beeindruckt von Ihnen. Ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das Zeug dazu haben, für diese Familie zu arbeiten. Aber Sie haben Glück. Ich gebe Ihnen eine Chance, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Was sagen Sie? Lust, eine Menge Geld zu verdienen? Absolut. Nun gut. Wenn wir zusammenarbeiten sollen, müssen Sie nur eines über mich wissen. Ich halte die Dinge gerne unkompliziert. Vor kurzem haben Glory und ich ein Geschäft mit einem großen Tier vereinbart. Wir reden von mehr Kronkorken, als Sie Ihr Leben lang sehen werden. Ihre Rolle ist einfach. Um das Geschäft abzuschließen, muss ich noch etwas erledigen. Und dazu müssen Sie ein Mädchen für mich finden. Wer ist dieses Mädchen? Ihr Name ist Rose of Sharon Cassidy. Unglaublich, oder? Keine Ahnung, was Ihre Mutter sich bei diesem Namen gedacht hat. Aber ich muss mich mit diesem Mädchen unterhalten. Finden Sie sie. Und bringen Sie sie hierher, damit ich unter vier Augen mit ihr reden kann. Cass, sie ist im Mojave Outpost. Tatsächlich. Umgeben von RNK. Gut, hören Sie. Sie finden eine Möglichkeit, sie hierher zu bringen. Sie wird sicher hören wollen, was ich zu sagen habe. Alles klar, was Sie sagen wollen, können Sie auch mir sagen. Ich mach's. Finden Sie sie und bringen Sie sie hierher, damit wir uns unterhalten können. Natürlich springt dabei eine dicke Prämie für Sie raus. Ja, Prämie. Bin noch erkannt. Dödem. Hehehe. Oh. Hehe. Guten Abend. So, dann müssen wir nämlich... Ich gehe jetzt kurz raus. Weil um Cass mitzunehmen, müssen wir... Ein persönliches Treffen mit Haus, ja? Die RNK würde über Leichen gehen für die Gelegenheit. Ich glaube, wir sollten uns eine Weile trennen. Sie meinen? Ja, das denke ich mir. Sie sollten nach Hause gehen. Ich werde wohl noch eine Weile in Novak sein, bis ich weiß, was ich jetzt machen will. Gut. Weil wir können ja nur einen menschlichen Begleiter haben. Dann müssen wir nämlich jetzt Cass als Begleiter mitnehmen. Wenn ich Cass höre, muss ich an Supernatural denken. Castiel. Alle ab. Alleops. Guten Abend. Da sitzt sie noch. Dich wird man nicht los. Sie könnte mit mir kommen. Los? Warum nicht? Ich könnte jemanden brauchen, du suchst, der die Straßen also kennt. Jemanden, durch die Mojave zu laufen, kann auch nicht schlimmer als hier sein. Das ist mal sicher. Geht klar. Bin dabei. Whiskey Rose. Also wir... Wir erzählen ihr lieber nicht, dass er mit ihr sprechen will, weil sonst haut sie vielleicht eventuell ab. Deswegen lassen wir sie ahnungslos. Dieser Schlappe besorgt mich. Spiel? Danke. Erfüllte Stunden im Todesanimation vom Gegner. Wir laufen zu den Fancrafts im Silberhasch. Das machen wir jetzt. Ich weiß, was passieren wird. Beim Laufen bewegt hat sich das... Ist das ein K unten? Müsst ihr mal gucken, das hat sich eben bewegt, die Buchstaben. Ein Auto, auf das sich nicht schießen unbedingt sollte, das könnte böse enden. Wie die wohl reagieren würden, wenn wir schon hier wären? Hallo,
Sieh an, Rose of Sharon Cassady. Die tote Rose of Sharon Cassady. Hatte gehofft, du wärst bei der Karawane gewesen, die ich ausgelöscht habe, aber... Die kaminrote Karawane und die Van Graffs müssen sich wegen dir keine Sorgen mehr machen. Die Mojave gehört uns. Du bist erledigt. Sie töten... Klingt gut. Darauf habe ich zu lange gewartet. Jetzt wird das letzte Problem erledigt. Hallo, ich bin Jean-Baptiste. Und Sie werden aufhören, mich zu nerven. Cass ist gestorben. Sie haben Cass extra Whisky-Rose verloren. Das war witzig. Haben Sie das Gesicht dieser Schlampe gesehen? Unbezahlbar. Auf jeden Fall ist Glory derzeit zappelig, weil ihr großes Geschäft endlich über die Bühne geht. Wenn das klappt, sind wir fein raus. Verdammt fein raus, das sage ich Ihnen. Sprechen Sie sie drauf an. Sie möchte sicher, dass Sie mitkommen. Keine Angst, ich habe Ihre Bezahlung nicht vergessen. Ein gut erledigter Job ist sehr befriedigend, aber ein Besuch im Puff noch ein Stück mehr, was? Ja, Geld. Aschehäufchen. Leere Whiskyflasche. Bei Gloria von Kraft melden für den nächsten Auftrag. Vorher noch schnell ein bisschen rumreisen. Wo war Novak? Da war Sloan. Da war Novak. Ja, wir hätten sie auch retten können, aber ich wollte mich jetzt nicht unbedingt mit den Van Crafts anlegen. Das ist besser. Boone hat die Nachtschicht immer gehabt. Hallo? Oder? Willkommen in Novak. Es ist nicht sehr aufregend, aber dafür sind die Menschen hier freundlich. Meine Fähigkeiten als Techniker sind hier ebenfalls begehrt. Ich habe eine Menge zu tun. Danke, dass Sie mir von diesem Ort erzählt haben. Bitte schön. Willkommen in... Okay. Er hat das gleiche nur zu sagen. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn ja gesucht. Ah, Boons Zimmer. Ist es schon soweit? Ziehen wir gemeinsam weiter. Danke. Sind die ja nicht wieder auf... Gut, mach die Sache... Auf aggressiv stellen. Und wieder zurück zum Strip. Oh. Reisen ein bisschen nervig, aber... Und ich laufe jedes Mal erst in Richtung Strip. Jedes Mal. Kann ich echt gut. Alle hops. Hoppala. Ich hüpfe wie ein Äffchen im Kreis rum her. So. Dann reden wir mit ihr für die neue Mission, für die sie uns unbedingt haben möchte. Gut, dass Sie da sind. Erinnern Sie sich an das Paket, das Sie ausgeliefert haben? Dem Kunden gefiel die Ware und er hat einen Großauftrag platziert. Es ist möglicherweise der größte Auftrag, den wir je abzuwickeln hatten. Ich musste meiner Mutter mehrmals versichern, dass alles gut gehen würde. Und damit wären wir auch schon bei Ihnen. Wir werden eine Eskorte stellen und ich will Sie mit dabei. Was sagen Sie? Natürlich bin ich dabei, wenn es ums Geld geht. Wir sind noch dabei, alles vorzubereiten, aber in der Zwischenzeit lässt sich immer eine Beschäftigung finden. Wenn alles soweit ist, begeben wir uns zum Treffpunkt. Ja, Schwarzbild.